Da bin ich wieder zurück aus der kleinen Pause und es geht weiter mit Farming Simulator 22 und unserer Farm am Hafen in der Nordfriesischen Marsch. Für alle, die ja dazugekommen sind, ein recht herzliches Hallo und für alle, die gewartet haben, danke für eure Geduld und natürlich euch allen viel Spaß beim Schauen. NPC-Mode off und weiter geht's. So. Der muss zurück. Der soll zurück. Wo soll er denn hin? Der soll zur Silageproduktion. Und von da aus wird er dann gleich auf den Parkplatz gefahren. Immer zu seinem Parkplatz. Zack. Geh mal abladen. Wie sieht denn der Rest aus? Und wieder irgendwelche Knoten irgendwo drin? Nee, hier ist kein Knoten drin. Das passt. Er ist gerade am Wenden. 46 ist gleich fertig. Da fährt der Ladewagen, beziehungsweise der Rasenmäher mit dem Ladewagen. Kriegt mir in die Hand, ich sortiere später. So. Und dann haben wir noch 19. Ja. Sieht alles gar nicht mal so gut aus. Cool. Dann springen wir mal kurz hier rüber, während der hier beschäftigt ist mit allem möglichen Quack. Ich aus. Denn hier am Feld muss ich noch ein bisschen was tun. Das könnte ich jetzt einfach mal machen. In der Zeit. So, bauen. Wie sehe ich eigentlich nachts? Mal gucken. Mal schauen, wie viel ich hier noch. Landschaftsbau, malen. Malen nach Zahlen. So, das ist der, ne? Genau. Größer. Bisschen herum. Können wir eigentlich noch ein bisschen größer machen, wenn es geht. Ja, genau. Jo. Ja, könnte das reichen? Da fängt schon wieder der Hang an. Wir schauen mal. Einmal schauen. Irgendwie mal musst du so ganz weit davon wegbleiben von der Kante und in die Richtung muss ich echt nah dran. Mir gerade einen Feldabschluss zu kriegen. Oh, drehen, 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 drehen. Wassergraben. Ah, jetzt. Falsche Knopf erwischt hier. Ne, bevor ich mich hier gleich wieder abkämpfe, um dieses Feld, ich muss dieses Feld ja noch pflügen, ne, oder muss ich das? Oder habe ich das schon? Dann mal gucken, welchen Status das hat. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier schon mit dem Rubber dran war.
nämlich auch Steine nach dem Grubbern sammeln. Also eingestellt. Gleich mal einen Blick werfen. Oh je. Ja, von mir aus. So, müsste ich aber gleich schon am Ende vom Feld sein. Theorie und Praxis. Genau, da ist es nämlich auch am Ende. So, das heißt, er fährt hier hin, zack, macht und dann kann er da um die Kurve. Okay, das heißt, das bleibt, wie es ist. Sollte alles passen. Das hier bleibt auch alles, wie es ist. Da ist nichts im Weg, keine Leitplanke, gar nichts. Bleibt einfach mal so halb rund das Feld. Und hier weiß ich es noch nicht. Soll ich es einfach mal so versuchen? Ich versuche das erstmal so. Vielleicht schiebt er ja hier hinten dann diesen schmalen Hang einfach hoch. Das passt. Wir gucken mal. Nicht zu viel, nicht zu viel auf einmal. So, dann wollen wir noch ein bisschen visifizieren. Egal, ob das Ding schon geobert ist, ich werde auf jeden Fall gleich hier einmal rüberfahren, um den Wiesenrand gerade zu kriegen. Denn dann kann ich auch hier ganz entspannt einmal in die Richtung schieben. Da wollte ich natürlich nicht drauf. Genau, da bin ich aber nicht. Sehr schön. Okay. Hat was, aber ich glaube, ich hatte das schon gemacht. Okay. Das speichern wir einmal. So. Da steht er. Ja, habe ich definitiv schon gemacht. Kann mich daran entsinnen, dass das mit dem ein Akt war. Weiß auch nicht, was ich mit diesem Gerät hier noch mache, aber irgendwas. Wow, Glitch, Rutsch, siehst du, das meine ich. Erst mit dem und dann. Und dann zieht der auf einmal rum. Aber auch im Wendekreis. Du. Der fängt ja nichts gegen mit seinen einmal, ich sag mal, ein Kettenantrieb da. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist er. Ah, jetzt ja.
Genau so. Schön den Feldrand glatt ziehen hier. Weiter nach links rüber. Kann ich da vorne gleich einfach so um die Kurve schwenken. Oh, zu viel. Zu schnell. So, doch noch mal zurück, vorsichtshalber. Ja, jetzt haben wir es. Und war, glaube ich, auch nur noch ein Grasbüschel, was da im Weg war. Versuchen einigermaßen geradeaus zu fahren. Aber dafür ist er schnell. Ist nur gerade so eben angetickt, die Kurve, ne? Da war das nicht. Muss ich echt dran gewöhnen, dass man bei dem die Steuerung wie Rohreier einfach. Immer sauber machen. Also den Eimer sauber machen, so. Und dann ist der an der Reihe. Ich mach mal einen Kurs dafür. Mache ich ja sonst nicht, aber diesmal mache ich mal einen Kurs dafür. Dann weiß ich auch gleich, ob der einigermaßen funktioniert. Job erstellen, Feldposition, wir fangen mal da so an. Hat zwei Vorgewände, genau. Haben wir Kreis minus 0,6? Nein, will ich nicht. 0, doch, warte mal, 0,6 wegen der Kurve, die da ist, sogar 0,8. Genau. Sollte passen. Und dann im Uhrzeigersinn, ne? Speichern muss ich den nicht. Bringt nichts. Ist ja sowieso nur einmal gemacht wird. So. Ist runter? Nee, nicht, doch nicht ganz runter. Da ist er.
kurz gucken, wie das mit dem Hangel funktioniert. Das kann ich jetzt nämlich auch sofort sehen. Ansonsten könnte ich den Hang vielleicht auch noch ein bisschen seichter machen. Das bringt nichts wegen der Straße. Nee, dann lieber so. Das ist doch super. Hat doch super mitgenommen. Okay. Laufen lassen. Wie schaut es hier aus? Sehr schön. Ich habe den LKW, der Stroh fährt, schon lange nicht mehr gesehen. So, den könnte ich eigentlich noch mal umleiten auf Gülle Kuhstall. Da hat es mit Sicherheit wieder was drin. Dann steht er da drüben nicht im Weg. Und wo ist der andere LKW geblieben, abgeblieben, wie auch immer? Gut, das hier ist normal, das muss so. Auch, ne, weil das sind ja so Überschneidungen, die der hier fährt. Der muss weg. Ach, siehst du. Dann kann der andere auch endlich dahin. Sollte mir das mal hinter die Löffel schreiben, dass ich hier die Fahrzeuge auch mal zeitnah wegfahre, wenn ich sie dann zu irgendwelchen Abladepumpen versende. Sonst sind die nämlich da gut im Weg. Müsste eigentlich bei Mitte auch der Fall sein. Da hatte ich, glaube ich, zwei Fahrzeuge, die müssten. Müssten jetzt ordentlich im Weg stehen. So rum. Oh, Nachteile einer Hecklenkung. Yes. So, dann lass uns doch mal kurz gucken. Mitte, hier vorne. Oh je. Yep, genau. Ich sag's noch. Oh, mir fällt da gerade was ein. Glaube, ich habe einen bösen Fehler gemacht. Der Rasenmäher von Feld 45, der stand gerade. Oh je. Er stand gerade die ganze Zeit. Oh je, ja. Super.
Heißt, ich habe hier vorne und an den Enden bestimmt locker ein Hektar Gras vernichtet oder so. Naja, ein Hektar war es nicht, vielleicht ein halber, aber das ist gar nicht mal so gut. Er fährt sich seine schrägen Bahnen hier zurecht. Aber die sind für das Feld eigentlich gar nicht mal schlecht. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Aufpassen müssen wir. Dass ich hier nicht versehentlich noch mehr Unheil anrichte, als ich es bereits getan habe. Das ist insofern ärgerlich, also mal angenommen, jetzt keine Ahnung, ne, jedes Mal irgendwie ne, 500.000 Liter über oder so. Dann hätte ich jetzt gesagt, komm, egal, dann ist halt so. War den Rest auch noch platt. Aber ich habe eigentlich gerade mal so viel, wie ich brauche. Auf den Feldern stehen. Und wenn dann natürlich noch was wegkommt, ist das besonders ärgerlich. Also es ist nicht so viel, wie ich für die Tiere brauche. Aber wenn die Produktion durchlaufen sollen, dann sollte ich das schon. Ach, lieber, das ein. Also bei dem, der hat noch zwei, drei Bahnen. Sollte ich den wieder aus den Augen verlieren, dann ja, wisst ihr, wo ihr mir hintreten müsst. Ich verschwinde mal ganz fix zu einem, von mir aus zu einem Ladewagen, oder? Oder? Da springen wir mal rein. Gut, mal ganz schnell wegbringen und anstelle dessen ein bisschen Gras holen. Da passe ich nicht durch. Muss ich hier. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was mit dem LKW ist. Der am Stroh fahren war. Geht der hier hinten irgendwo? Hopp, hopp. Ja. Jo, da steht er. Ist nichts mehr drin, ne? Sagst du. Und das ist gut, dann fährst du jetzt einfach zur Mitte und machst das gleiche da. Okay, der liefert hier ab. Und ich gehe mal schnell wieder hier hin. Da sind noch ein paar Bahnen, ne, die er fährt. Ja, sind's.
1, 2, 3, 4, 5. Also 6 Bahnen fährt er ungefähr noch. Schön mehr, schön mehr. Und wieder auf diesem schönen LKW in der Landwirtschaftsmesse. Komma 5 Millionen Gräser habe ich. Wunderbar. Ja, das ist 3,5 Millionen. 3,5 Millionen. Was? Was? Machen. Falls ihr zufällig in einer Bank arbeiten solltet, Alter, und euer ehemaliger Mathelehrer kommt zu euch und möchte Geld abholen und er sagt 50 bitte. Einfach sagen 50 was? Birnen, Bananen, Äpfel? Hab's verdient. Einheitenfanatiker. Nein. Ist ja schon richtig. Die korrekte Einheit muss genannt werden. Deswegen ist ja in der Elektrotechnik immer sicher und wichtig, dass man die Voltzahl richtig nennt, ne? Gott. Ich finde das so geil. Voltzahl. Wer sagt das noch? Sagt das noch einer von euch? Voltzahl? Weiß ja schon mal gut. Weiß schon mal, um was es sich handelt, ne, im Groben. Und wenn es auch nicht ganz korrekt ist. Das war klar, musste kommen. Ähnliche Branche. Wie mich. Okay. Ja, ist klar. Ich weiß das. Wollte gerade eine Challenge draus machen, dass einer weiß. Aber dann wusste ich, du bist da. Brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht versuchen. Ja, so viel dazu. Einen tiefen Schluck Kaffee.
Ich komme nirgendwo mehr durch. Was ist das? Oh nee. Alles voll. Verdammt. Ganz außen rumfahren. Kenne ich ja so gar nicht. Alle Hütten belegt sind hier. So. Was haben wir denn hier noch schon? Das kann man gucken. Was können wir denn noch? So, Saatgut, neu. Oh, Mineraldünger. Aber wieso werden die nicht produziert? Was ist denn da? Was ist denn da? Stimmt denn da nicht? Mal gucken. Mineraldünger. Gehen wir mal zur Produktion. So, Moment. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit Gülle? Oh. Oh. Was soll ich sagen? Produziere nicht mehr so viel Gülle, wie ich für mein BGA brauche. Was? So viele Tiere verkauft? Mist. Naja, die vermehren sich ja auch wieder. Das Verhältnis kippt irgendwann wieder in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass ich bis dahin, wenn ich das ein bisschen passend aufteile, hier. Moment, das ist doch nicht richtig. Gülle ist doch voll. Das sind Gärreste. Und Gärreste werden produziert, kommen aus dem BGA. Das passt also. Ah, ne, Moment. BGA, Gülle. Zu wenig. Ne, jetzt in der Multiproduktion. In der Multiproduktionsfabrik, da habe ich die Gülle ja voll gemacht. Schauen wir mal. Also, Mineralfutter stelle ich gerade nicht her, weil es fehlt. Was ist drin? Vorhandenkeks hier. So, hopp. Aber sowas von Mineraldünger. Geht da was, oder? Geht nichts. Alles da. Lass mal fleißig produzieren hier. Okay. Dann noch ein paar Kartoffeln nachlegen bei Gelegenheit. Oder eigentlich erstmal genug von drin. Und dann. Lässt Mineraldünger da raus. Hopp, hopp. Für wie viel werde ich den denn los? Mineraldünger. Am Hafen. 2,4. Das ist schön. Weg hier. Und gerade rein. So. Ah, cool. Ihr habt's gleich. Und das noch bevor der andere da mit seinem
Geraffel hier ist. Das ist doch wunderbar. Nee, gerade. Er hat überhaupt nichts vernichtet. Ist nicht viel. Ein bisschen nur. Oder? Ich weiß nicht. Wie viel Reihen hätte der denn theoretisch noch gehabt? Komm, mach mir ein gutes Gewissen hier. Eins. Zwei. Nee. Nur noch eine. Stopp. Ach, das geht ja dann. Ach, das ist ja nichts. Und das bisschen vorne hinten. Mann. Alles gut, alles top. Verlust kriege ich wieder rein, indem ich, weiß ich nicht, einmal mit dem Rasenmäher über den Rand fahre oder so. Oder einfach mal den Käse wegsammeln, der da in Ecken rumliegt. Das könnte ich auch machen. Lass uns den noch mal zuklappen. Was denn jetzt? Wieso geht der denn nicht hoch? Mehr weg zu. Ach so. Oh. Ja. Ein freudscher Fehlgedanke. So sagt man. Kommen wir schon ordentlich was weg. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann ziehen wir uns den Strappen auch noch weg. Ja, sehr nice. Und Schafe freuen sich. Ein bisschen frisch gemähtes Gras.
Oh, steht auch wieder. Okay. Fertig? Hat fertig. Immer. Und mit Licht geht es vielleicht besser. Parkplatz mit dir. Und zwar welcher? Parkplatz Nordost. Hopp. Ja, Mann. Und der hat es gleich auch geschafft. Wunderbar. Nö, der wartet noch. Okay, der kann warten. Das sieht nach Finish aus. Ne? Hey, warte mal. Ein bisschen was muss er noch in irgendeine Richtung. Ja, ein bisschen was. Da vorne hat er noch so ein kleines Stück. Okay, ich lasse euch mal auf diesem kleinen Stück hier drauf. Solange ich entschwinde noch mal eben fix im Hintergrund und bin in ein paar Minütchen wieder bei euch. Bis gleich.